Das Ding mache ich jetzt noch kaputt, den Löffel. So, eine kurze Hose. Da unten gehe ich gleich mal hin, um zu sehen, wer gewonnen hat und was ich da abgreifen kann. Oh nein, da könnte jemand verletzt sein. Oh, Schokolade. Hm, nee, der braucht keine erste Hilfe, so wie es aussieht. Was denn? Ich habe ihn ein bisschen leichter gemacht. Okay, danke. Das habe ich gelernt. In erste Hilfe. Sachen aus den Taschen nehmen, denn das macht Druckstellen. Da die Leute ja doch meistens länger rumliegen. Mist, ich hätte ihm die Erde geben können, fällt mir gerade ein. Egal. Ich werde geübter darin, Kleidung herzustellen. Wie weit muss ich eigentlich? Ich glaube, ich muss bis hinter den Zaun kommen. Ich gehe gleich duschen. Realleben habe ich noch ein bisschen Zeit zum Duschen. Mache ich morgen. So, da bin ich schon. Und die erste Prügelei, das ist schön. Kann doch keinen so jucken. Feuerzeug und Medizin. So wird man seine Erde halt doch los. Ich werde aber demnächst neues Holz brauchen. Gucken, ob ich jemanden am Holz erleichtern kann. Halt. Ich darf nicht mal auf die Tasten kommen. Einmal haben die alle kein Holz mehr. Natürlich jetzt, wo ich es verstecken kann, haben sie es nicht mehr. Metallbleche, super. Ich habe aber nicht genug Geld. Wenn er schon mal da liegt, der Löffel, nehme ich ihn auch mit. Wenn das Essen schon mal rumliegt, nehme ich es auch mit. Den Rest könnt ihr behalten. Nö, nur Müll drin. Ist eigentlich auch nur Müll drin. Ich habe Bleichmittel. Ja. Ich habe die Drahtzange. Ich glaube, mehr brauche ich tatsächlich gar nicht. Ich muss bloß noch den Weg rausgraben. Der Rest sollte kein Problem sein. Okay, ich versuche mal ein bisschen Geld zu machen. Also Brecheisen ist echt so teuer. Ich stelle mir aber auch vor, dass es sehr schwer ist, eins reinzuschmuggeln. Machen wir hier den letzten Tag jetzt für heute. Wow. Oh, ich habe Metallblech gefunden. Super, dann brauche ich keins kaufen. Den Schlunk mache ich trotzdem beim Frühstück.
Chang müssen wir eh vermöbeln. Frage mich, habe ich denn noch genug, um ihn zu verprügeln? Mal schauen. Ich habe eine Tasse, ich habe Schokolade, das ist gut. Ich habe kein Feuerzeug. Weniger gut. Mache ich mal lieber nicht. Aber hier war noch eins drin, oder? Gestern war da noch ein Feuerzeug drin, das ist jetzt weg. Hätte ich gleich alles kombinieren können. Oh, Schokolade. Ist hier irgendjemand, der mich eigentlich nicht leiden kann? Den verprügel ich jetzt gleich. Oh, super, dass der verprügelt wird und nicht ich. Ich habe eigentlich angefangen. Hä? Ich habe doch angefangen mit dem Streit. Ich verstehe die Logik. Ich verstehe die Logik nicht. Und ich brauche Holz. War es nicht so? Ja. Einmal Holz haben wir brauchen noch einmal Holz. Wenn ich Nick dann mal sehe, verprügel ich den und gebe ihm gleich mal die Erde mit. Wenn es weiter so gut läuft, könnten wir das alles tatsächlich innerhalb von 10 Tagen schaffen. Mann, ich habe anfangs so viel Holz gefunden, das haben wir alles geklaut, glaube ich. Einmal Holz brauche ich wahrscheinlich noch, oder wahrscheinlich eher dreimal. Der Ausbruch wird dann, glaube ich, mit das Leichteste. Ich nur gerade ein was. Brauche ich eigentlich nee, ich brauche erst das Holz, vorher brauche ich ja gar nicht weitermachen. Vorher kann ich ja gar nicht weitermachen. Ich kann doch wahrscheinlich auch am Tag zu dem Generator hoch. Ich brauche bloß Wärter und Wärterkleidung. Die kann ich mir ja schnell machen. Oh, Tinte, wer wollte die noch haben? Paul braucht Tinte. Da ist er ja. Komm, ich will doch bloß Holz. Dieses Chili will irgendwie keiner essen, habe ich das Gefühl. Kann ich hier einfach irgendwas zerlegen eigentlich? Aber es geht leider nicht.
Das erlaubt die Spielmechanik nicht. Erdholz. Okay. Ich glaube, wir haben es schon fast geschafft. Wir dürfen uns nicht mehr fehlen, dass wir rauskommen. Nehmen wir doch mal die leichte Schaufel, es geht einfach schneller. Ich glaube, dieser Zaun da ist elektrifiziert. Inventar voll, klar. Ich glaube, da krieg ich eine gewischt. Sag ich doch. Okay. Also werde ich mir jetzt einfach mal schnell Kleidung machen. Ach Mist, da komme ich nicht ran am Tag. Der ist gesichert. Das heißt, ich komme da am Tag. Ich muss da wirklich bei der Nacht zur Nachtzeit rein. Ich muss ja eigentlich nur durchhalten, bis es dunkel ist. Die Zaunertrappe könnte ich ja eigentlich gleich machen. Ach, lass mich in Ruhe. Perfekt. Ich glaube, wir sind wirklich kurz davor, hier abzuhauen. Bloß das mit dem Generator ist halt noch ein Problem.
Okay, es wird wie folgend laufen. Wir gehen kurz zum Abendappell, rennen hoch, schneiden uns durch, machen den Generator aus, rennen runter, setzen vielleicht noch die Zaunertrappe ein, wenn wir Zeit haben. Und... Ah, das war eigentlich der Plan. Rennen hier rein, schneiden unten den blöden Zaun durch. Weil der Zaun ist garantiert auf Höhe von diesem Zaun da. Und dann graben wir uns halt noch zu Ende durch und dann müssen wir es eigentlich gepackt haben. Mehr dürfte es nicht sein. So, jetzt kaufe ich mir noch. Ich habe nur vorsorglich jetzt noch ein Stück Holz geholt, weil ich nicht weiß, ob ich es dann dort vielleicht noch brauche. Aber es wäre auch schon ein großer Schritt, wenn wir es schaffen, den Zaun zu deaktivieren. Ja, ich habe hier Glück und ich kann gleich noch ein bisschen Holz kaufen. Ich habe noch keine Bettpuppe. Okay, die Puppe platzieren wir. Komm gut durch, das ist gut. Das Ding bringt überhaupt nichts, habe ich das Gefühl. Ah, toll, hier komme ich nicht durch, warum nicht? Das ist sehr ärgerlich. Nee, das habe ich nicht bedacht. Okay, ich brauche ja anscheinend noch einen zweiten Schlüssel. Oder ich muss das halt vorher an. Vor allem ist der Stromgenerator jetzt auch schon wieder an. Ich muss das anders machen. Ich hätte vielleicht mit oben mit Messern durchschneiden müssen. Okay. Geladen und ich würde sagen, da machen wir das das nächste Mal. Ich merke mir das. Ich brauche einen besseren Schneider oder irgendwas Besseres. Mit einer besseren Drahtzange würde ich es wahrscheinlich schaffen. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Das war Let's Play Escapist für heute. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao mit Wichtlein TV. Bye, Leute.